Herzlich willkommen bei 1000 Bass TV. Wir sind hier am Bannonering in Ungarn beim großen 1000 Bass Naked Track Test getestet haben. Fakten Fauli, der große Motorradexperte von 1000 Bass und Steffi Menzel, pfeilschnelle, blutjunge Rennfahrerin aus Deutschland. 9 Naked Bikes waren am Start. Bleibt dran. Das Highlight damals im Jahr der Erscheinung, die KTM 1290 Super Duke R, da haben die Server bei uns geraucht, als sie rauskam. Aber immer noch ein Motorrad, das irrsinnig begehrt ist. Heute hier war sie auch bei der 1000 Bass Grip Party zu testen für Endkunden. Sie war als erster ausgebucht, die 1290 Super Duke R, meisten Andrang war bei ihr. Danach kam die Donau in der Rangliste. Wie steht es in deiner persönlichen Rangliste, faktenvoll? Ich glaube, optisch hat sich mal ordentlich angemacht, oder? Angemacht im positiven Sinn. Diese Special Edition schaut meiner Meinung nach sowas von ganz genial aus mit diesem Orange. Das ist jetzt nicht dieses typische KTM-Orange, das mir ein bisschen zu langweilig schon ist. Das ist so ein schönes Metallisé-Orange an den Tankverkleidungen und am Spoiler, also am Kotflügel vorne. Also optisch kann es einmal einiges. Das gefällt mir sehr gut. Technisch kann die natürlich fix auch einiges. Der Motor 1301 Kubik aus zwei Zylindern, Wahnsinn, 173 PS, 144 Newtonmeter, da geht echt was weiter. Es ist auch meiner Meinung nach ein spitzenmäßiges Landstraßenmotorrad, aber zumindest gilt das jetzt für mich, auf der Rennstrecke macht sie nicht so viel Spaß. Also mir hat sie jetzt nicht so viel Spaß gemacht, weil es irgendwie fast schon zu viel Arbeit für mich war. Es war auf der Rennstrecke das Fahrwerk, es ist sicher ein super Fahrwerk, aber sie war ein bisschen instabil. Sie hat ein bisschen herumgezittert, vielleicht liegt es auch an der Sitzposition. Die ist eben sehr vorderradorientiert, muss man auch mögen. Also in meinem Fall, wir sind jetzt nicht die besten Freunde geworden. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in einer schönen Linkskurve einen fast wunderschönen Highsider fabriziert habe. Also da hätte ich mir es fast schon gekauft, habe es dann aber doch noch irgendwie erritten. Es stand unter keinem optimalen Stern, was ich jedenfalls ihr positiv was ich Positives sagen kann. Die Bremse ist echt ein Wahnsinn, das funktioniert ausgezeichnet. Der Motor, wie gesagt, auf der Landstraße merke ich es ja, dass das einfach Spaß macht. Das ist ein totales Funbike, aber zumindest für mich auf der Rennstrecke nicht das optimale Gerät, beziehungsweise nicht das, was ich unbedingt wählen würde. Okay, und nicht so viel Arbeit hattest du leider mit der KTM Super Duke, weil einer unserer Teilnehmer auf der Grip Party hat sie in die Ecken geschmissen, bevor du auch nur einen Meter gefahren bist. Also kann ich dich nur fragen, findest du das schön? Ja, also ich konnte sie leider, wie gesagt, nicht fahren. Der Andrang war aber auch enorm und es soll ja hier auch jeder zum Testen kommen. Von daher, nee, aber ich finde, sie sieht wirklich anders aus als alle anderen Motorräder. Das ist wirklich was komplett anderes und damit sticht sie natürlich mit ihrer Optik auch heraus und es kommt anscheinend ja auch sehr, sehr gut an. Ja, sehr, sehr gut an. Ich habe das wirklich in den Gesprächen auch mit den Testfahrern, mit den Grip Party Teilnehmern analysiert. Sie kommt bei jenen Leuten besonders gut an, die in ihrer Historie vorher Supermotos oder Enduros gefahren sind, in dieser aufrechten Sitzposition eher das grobschlächtige, unrhythmische, eher brutale Fahrverhalten lieben. Aber die, die eben vorher die feine Klinge Yamaha R6 oder irgend so ein präzise zu fahrendes Supersportlergerät gefahren sind, die haben dann eher die Ton oder so bevorzugt. Und deswegen finde ich persönlich sie ausgesprochen sexy, weil sie jetzt nicht in diesen eine klassische Supersport-Ablegerin ist, sondern ein einfach Brutalo, ein echtes Brutalo-Bike. Auch eher ein Motorrad heutzutage, das man jetzt sicher nicht jedem empfehlen kann zu fahren. Sie ist sicherlich komplex zu fahren, herausfordernd zu fahren und ist auch immer bei Testbikes eines Sinnes, das geschrottet wird. Auch ich selber habe schon einmal eine weggelegt. Also eher ein Könner-Motorrad, aber ich glaube, das macht auch die Leute dann wirklich an, die eine besitzen. Kann man stolz drauf sein, wenn man sie da bändigt und da reiht die 1300 Kubikzentimeter. Und was ich jetzt natürlich auch noch anbringen muss in eigener Sache, Werbung in eigener Sache, unsere neue 1000 Bass Gebrauchtmotorrad-App. Sind auch einige Superdukes mit drinnen. Am Gebrauchtmarkt ist ja eine schöne Auswahl da. Bitte gebt eine Chance, die alte App war ziemlich ranzig, die neue Wahnsinn im Play Store oder im App Store von Google und von Apple sind jetzt mit drinnen. Und wir haben aber noch weitere 8 Tests von den neuen Naked Bikes hier gemacht. Bleibt dran, die müsst ihr euch anziehen. Und jetzt wollen wir auch natürlich eure gnadenlose Meinung zur Super Duke R hören, hier bei unserem Video. Postet unten drunter eure Meinung, wie sie euch gefallen hat, das Brutalo Beast von KTM.
Musik.